Hallo, bin ein bisschen krank. Ich wollte euch nur eben daran erinnern oder darum bitten, dass ihr immer noch bei der 200. Folge lustige Witze dabei sein könnt. Ein paar Leute haben schon was geschickt, aber diese Seite ist noch frei. Also ihr könnt noch ganz, ganz viele Videos schicken. Ist eine Sache von 3 Minuten. Nehmt mal eurem Handy ein Video auf, in dem ihr euren Lieblingswitz erzählt und schickt diesen als E-Mail an business@masterjam.de. Solltet die Datei zum Senden zu groß sein, könnt ihr Plattformen wie WeTransfer dafür verwenden. Ich finde es schön, wenn richtig viele eurer schönen Gesichter und eurer Witze in diesem Video sind. Also nehmt euch mal eben die 3 Minuten und nehmt doch kurz was auf. So, viel Spaß mit dem Video, ich leg mich jetzt wieder hin. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Sitze im Bus und vor mir geht Babygeschrei los. Sekunden später war aber Ruhe. Ich glaube, der Tritt hat gesessen. Ich mache bald einen Pferdefleisch-Imbiss auf. Was haltet ihr von dem Slogan? Gestern geritten, heute mit Fritten. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ahoi! Da kann man Tyklismus anwenden. Was ist Tyklismus? Wenn man Wörter erklärt, die es gar nicht gibt. Zum Beispiel? Tyklismus. Das Gruppentreffen der anonymen Einzelgänger fällt auch in dieser Woche wieder aus. Und diese Wespe, die ich meine, nennt sich Aua! Wenn ich mit Frauen streite, in dir waren mehr Männer drin als im trojanischen Hey, das ist geklaut von Katja Krasavitsch. Echt? Meine Karriere als Archäologe hat mich in den Ruin getrieben. Einfach zu den Problemen, ich liebe dich sagen, damit sie so wegrennen wie die Mädchen. Kommen faule Menschen auch in den Himmel oder werden die einfach abgeholt? Ich lasse über Nacht die Kühlschranktür offen stehen, damit die Wohnung am nächsten Morgen nach Bärchenwurst duftet. Ich gebe jedem 1.000 Euro, der mir einen Döner und 1.000 Euro bringt. Jedem. Ich habe oft das Gefühl, der Intelligenteste in einem Raum zu sein. Nur ist meistens niemand da, um das zu bezeugen. Seitdem ich Bio-Obst kaufe, haben die Fruchtfliegen richtig schöne, gesunde, rote Bäckchen. Oder verstehe ich die einfach nur nicht? Die sind einfach unwitzig, das ist das Problem. Immer wenn ich Sonnenbrand habe, gibt meine Freundin mir indianischen Namen. Heute ist es ehrenloser Klappspaten. Ein Grab ist das ultimative. Kannst du bitte meine Blumen gießen, wenn ich weg bin? Wie kommt die DSVGO eigentlich mit dem Telefonbuch klar? Der Ventilator in meinem Schlafzimmer ist mein bester Freund. Niemand bläst so gut wie er. Wir wollten die Faust gen Himmel strecken, doch unsere Ladekabel waren zu kurz. München ist, wenn ein Parkplatz einen höheren Stundenlohn hat als du. Kann man statt Mehl auch Waschpulver zum Backen nehmen? An die Frauen, die meinen Kollegen Kevin bei Tinder liken. Guckt ihr nicht hin oder seid ihr einfach so völlig verzweifelt? Veganer sind die neuen Zeugen Jehovas. Guten Tag, ich möchte mit Ihnen über Fleisch sprechen. In einer Sache sind Männer und Frauen sich einig. Sie misstrauen den Frauen. Das stimmt allerdings. YouTuber, like und abonnier, YouTuber.